Moin, Freddy hier von Premium Longboards, heute mit einem Review zum Loaded Chubby Unicorn. Seht ihr hier. Das Board ist 107 cm lang, also 107,3 um genau zu sein, und 24,7 cm breit an der breitesten Stelle. Es hat eine Wheelbase von 71,75 cm, das ist der Abstand zwischen den Achsen, und wurde designt zum Freeriden, zum Downhillen und zum Freestylen. Was auffällt, ist, dass das Board ein hartes Board ist, das heißt, ihr habt keinen Flex und es hat Kicktails, also ein Double Kick Freerider. Das macht es vielseitig einsetzbar, zum einen zum Freeriden, wie gesagt, zum anderen zum Freestylen. Wir haben beides mal ein bisschen getestet, nur geguckt, wie sich das Board so verhält und was man damit alles machen kann. Wie ihr sicher gehört habt, hat Loaded ewig lange an der Produktion dieses Boards gesessen. Das hat jetzt fast 4 Jahre gedauert und die haben immer neue Sachen mit reingebracht und überlegt. Ich erzähle mal ein bisschen was zu den Besonderheiten des Boards. Zum einen hat es eine sehr komplizierte Concave, also eine 3D-Concave. Die setzt sich zum einen zusammen aus der W-Concave, das ist die Erhebung, die ihr hier in der Mitte habt. Die ist relativ breit und nicht so hoch, was sie echt gut macht fürs Freeriden, das fühlt sich sehr gut an. Und wenn ihr pusht oder Freestyle fahrt, dann stört die euch nicht. Das heißt, die Loaded hat ein sehr gutes Mittelding gefunden zwischen aggressiven und nutzvollen Concave und einem Ausgleich zum Freestyle, dass sie halt nicht stört, wie das bei anderen Freeride-Modellen ist, wenn man durch die Stadt pushen will beispielsweise. Das kommt zusammen mit dem Rocker Concave, das heißt, das Board ist in der Mitte etwas tiefer als nach außen. Das gibt euch beim Fahren das Gefühl, weiter in der Concave zu stehen. Das fühlt sich sehr gut an beim Freeriden, beim Downhillen auch. Gefällt mir sehr gut. Und was noch dazu kommt, ist die 3D-Concave an den Rollen. Das heißt, Loaded hat die Wheel Flares eingebaut. Zum einen bringt euch das mehr Platz zur Rolle, das heißt, die Gefahr eines Wheelbites ist hier kleiner, auch durch die Einfräsung auf der Unterseite, die ihr hier sehen könnt. Und zum anderen ergibt diese Wheel Flare an der Stelle zusammen mit der W-Concave und mit dem Rocker ein Pocket für eure Zehen. Das heißt, wenn ihr tackt, könnt ihr euren Fuß sehr gut hier hinten in dieses Loch reinstellen, was entsteht. Oder wenn ihr Toeside Slides macht, genau das gleiche, hier den Fuß reinstellen und das Board richtig schön nach hinten kicken. Zusammen mit dem Loaded Grip Tape, was relativ rau ist und guten Halt gibt, braucht ihr also nicht den Fuß auf die Kante stellen, also Monkey Toe sliden, sondern es reicht wirklich, wenn ihr hier in dieser Pocket steht und slidet. Die Concave setzt sich in den Kicktails fort, das heißt, die Kicktails selbst sind auch noch leicht gewölbt. Die Kicktails sind auf jeden Fall sehr gut einsetzbar. Ich habe sie hier, das Board jetzt mit 44er Achsen montiert, das heißt, zwischen dem Hänger und der Spitze der Kicktails noch ein bisschen mehr Platz als bei einer 50er Achse. Der Pop des Boards ist sehr gut, das heißt für Shovels, Pop-Shovels, Tiger Claws, was auch immer ihr im Flat machen wollt, eignet sich das Board hervorragend. Es ist nicht besonders schwer, was auch gut ist, obwohl es ein Freeride- und Downhill-Board ist, das macht es sehr gut einsetzbar zum Freestyle. Was noch dazu kommt, sind auf der Unterseite diese kleinen Rillen hier. Die könnt ihr zum einen nutzen, um das Board zu tragen, zum anderen bei Early Grabs, das heißt, wenn ihr vom Boden hochspringen wollt und ihr Halt braucht, oder wenn ihr Pre-Drifts macht oder Coleman's Grab, dann könnt ihr auch mit Handschuhen unter das Board in diese Rillen greifen und findet sehr gut Halt. Ja, wie das Ganze dann beim Freeriden aussehen kann, seht ihr hier. Also hat uns sehr gut gefallen, das Board beim Freeriden zusammen mit 44er Achsen. Was noch dazu kommt, eine weitere Besonderheit des Boards ist der Flush Mount. Das heißt, dass die Achse nicht stumpf unter dem Deck sitzt, sondern ganz leicht in das Deck hineinfällt. Das ist auf der Innenseite etwas stärker als auf der Äußerseite. Ihr seht das hier. Da gibt es eine kleine Lücke, wo die Achse drin liegt. Und hier vorne liegt sie dann normal auf. Das heißt, die Achse gleicht das Concave hier unten aus und steht gerade, obwohl sich eigentlich die Kicktail nach oben wölben würde. Fühlt sich sehr gut an, obwohl es ein Topmod ist, seid ihr relativ nah am Boden, was beim Freeriden und beim Freestylen echt nett ist. Ja. Graphic hat das Board eigentlich keine wirkliche. Ihr seht hier den Namen Loaded Chubby Unicorn und dieses kleine Logo hier von dem Einhorn mit dem Regenbogen oder was das da darstellen soll. Ist Geschmackssache. Und hier drin ziehen sich die Linien, die von der Concave gewölbt wurden, so ein bisschen durch. Und es hat halt diese Plastikoptik. Komme ich zur letzten Besonderheit des Boards. Das ist hier dieses sogenannte Orangutan Fane. Also von Orangutan, ihr kennt die Rollenmarke, vielleicht hängen ja mit Loaded zusammen. Diese Schicht ist dazu da,
um das Board an der Außenseite zu schützen. Das heißt, wenn ihr jetzt hier mit in den Bordstein kracht oder das Board irgendwo hinfällt oder ein anderes Board da reinfällt oder so, dann schützt diese Outhang-Sane-Schicht euer Holz oder Fiberglas oder welches Material gerade auch immer zerstört werden würde, davor schnell kaputt zu gehen. Sehr gute Sache, das Board hält echt gut. Hin und wieder mal über den Boden geslidet. Ihr seht hier, fehlt ein bisschen was von dem Urethan. Da ist echt nicht viel runter. Ist eine klasse Geschichte, gut gemacht, lohnt sich auf jeden Fall. Also das Board hält bis jetzt echt gut, kaum Kratzer drin und fühlt sich sehr gut an beim Freeriden und beim Freestyle. Yeah! Kaufen könnt ihr das Board auf premiumlongboards.de. Erschreckt euch nicht vor dem Preis, der ist extrem hoch. Da muss jeder selber überlegen, ob es das wert ist. Ich würde das Board auf jeden Fall empfehlen. Der Preis ist meiner Meinung nach ein bisschen übertrieben. Es gibt viele andere gute Freeride-Boards, die das gleiche oder ähnliche bieten und nicht ganz so teuer sind. Da müsst ihr gucken, ob ihr das nötige Geld überhaupt oder nicht. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Board testen kommen bei uns in Berlin im Live-Store Premium Longboards. Könnt ihr vorbeikommen, da steht das Board euch zur Verfügung. Könnt euch mal draufstellen und gucken, ob euch das gefällt. Ansonsten guckt bei euren Local-Shops nochmal nach oder guckt bei Events, wenn ihr sliden seid. Vielleicht findet ihr ja wen mit dem Board und dann könnt ihr euch das auch mal selber angucken, weil so eine Anschaffung ist schon eine ordentliche Überlegung. Ja, von meiner Seite war es das. PremiumLongboards.de, da findet ihr das Chubby Unicorn sowie viele weitere Loaded-Modelle und auch andere Freerider. Sowohl als auch Achsen, Rollen, Bushings, was auch immer ihr gerade sucht. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, schreibt uns einfach eine Mail an info@premiumlongboards.de oder schreibt hier in der YouTube-Commentbox irgendwas hin. Wir kümmern uns dann darum. Das war's von meiner Seite. Viel Spaß beim Skaten und wir sehen uns. Bis bald.